Hallöchen, die Raketen, und herzlich willkommen zu einer neuen Runde City Skyline. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich freue mich, dass ihr da seid. Wir bauen heute weiter. Wir haben ja in der letzten Folge die Stadt ein wenig über den Fluss ausgebaut. Wir haben das Baseballstadion gebaut und die Anschlüsse dafür gesetzt. Und das ist auch so ein bisschen der Bereich, in dem wir uns heute weiter bauen wollen. Der Plan ist, dass wir die Straßenbahnlinie, das habe ich ja beim letzten Mal angesprochen, die Straßenbahnlinie jetzt so weit verbinden wollen, dass wir sie zum Teil durch die Stadt ziehen. Des Weiteren werden wir die Eisenbahn schon mal in Betrieb nehmen und vielleicht auch die ein oder andere Busstrecke ziehen. Da müssen wir mal gucken. Und wenn dann noch Zeit ist, dann werden wir hoffentlich heute noch ein wenig Deko im Bereich der Universität setzen können. Das ist so der Plan. Und wenn ihr mit dabei sein wollt, dann bleibt einfach dran. Wenn ihr neu seid, lasst ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen. Und dann legen wir jetzt los. So, das ist der aktuelle Stand. Also so sieht das Ganze jetzt aus. Das ist das Baseballstadion, was wir gebaut hatten. Da müssen natürlich noch die Parkplätze ranlaufen. Wir sind über den Fluss gegangen. Wir haben ja schon die ersten Gebiete gezogen. Hier hinten bauen sich schon die ersten Häuser auf, die wir jetzt nochmal abreißen müssen. Denn wir lassen das Spiel ja erstmal stehen. Hier hinten ist noch gar kein Strom vorhanden. Und das sind die ersten Straßen. Es kann sein, dass wir diese Brücken hier nochmal abreißen müssen, teilabreißen müssen, weil ich auch die Straßenbahn hier mit rüberziehen möchte und weil ich sie nicht auf der sechsspurigen Straße langlaufen lassen will und die damit zu einer vierspurigen machen möchte, müssen wir sie daneben laufen lassen. Und das kann sein, dass wir hier an diesen Stellen mit der Straßenbahn nicht weiterkommen, wenn die Brücke da ist. Also es kann einfach sein, dass wir die Brücke halt ein Stückchen weiter nach hinten setzen müssen. Da machen wir uns dann mal Gedanken. Ich würde sagen, jetzt fangen wir erstmal an. Das Erste, was ich machen möchte, ist eine Bahnstrecke ziehen. Und zwar überhaupt erstmal, um das Stadtzentrum, den Hauptbahnhof hier zu verbinden mit der Vorstadt. Und da werden wir jetzt erstmal hier rüber düsen. Der Bahnsteig braucht natürlich noch Strom und Wasser. Das werden wir gleich mal machen, bevor wir hier loslegen. Interessanterweise möchte er hier unten gar nicht drauf. Ich weiß gar nicht warum. Warum er nicht auf diesen Bahnsteig will. Das ist ja kurios. Das fängt ja jetzt schon mal wieder gut an. Halt, stopp. Halt, stopp. Jetzt. Hier. Zack. Wollte schon sagen. Wenn jetzt hier nicht verqueren. Er läuft auch nicht. Also. Das ist tatsächlich hier nur für die eine Richtung. Ja, für die eine. Wir kommen hier auf jeden Fall irgendwie nicht zurück. Also der Bahnhof hier drüben ist nur für die eine Richtung, der hier drüben nur für die andere. Und dann ist das so. So, damit hätten wir hier auf jeden Fall schon mal die erste Bahnlinie gesetzt. Die U-Bahn hier, die müssen wir natürlich noch ein Stückchen ausbauen. Also wir hätten jetzt hier maximal 3 kurze Stationen. Da warte ich noch einen Moment, bis wir die dann tatsächlich in Betrieb nehmen. Aber ich habe ja gesagt, wir müssen hier noch das Wasser weiter ausbauen. Ihr seht das, der Bereich hier hinten hat kein Wasser. Also machen wir das erstmal noch, dass wir jetzt hier den Wasseranschluss noch ein bisschen weiterziehen. So dass der Bahnhof hier auch mit Wasser versorgt ist. Die Mitarbeiter sollen ja nicht verdursten, sondern ja spülen können. Und ein bisschen Strom brauchen wir natürlich auch noch. Da werden wir ihm erstmal, so lange wie jetzt hier noch keine Häuser stehen, werden wir ihm erstmal hier noch einen Windrad mit hinsetzen. Das sollte an sich kein Problem sein. So, jetzt werden wir anfangen,
hier die Straßenbahn zu setzen. Dafür müssen wir ein wenig hiervon zurückgehen. Und dadurch, dass wir natürlich hier das Unigelände gebaut haben, ist ein wenig von dem, was ich eigentlich mit der Straßenbahn fordere, natürlich flöten gegangen. Also müssen wir jetzt anders bauen. Das heißt, wir werden hier jetzt ganz normal auf die Straße gehen und werden von der Straße aus erstmal die Straßenbahn ein wenig hier am Campus, an den Schlafsälen lang führen. Dass wir hier auch Straßenbahnhaltestellen haben, bis direkt vor die Tür meinetwegen. Und werden dann an der Hauptstraße entlang gehen. Wir werden jetzt erstmal die Hauptstraße entlang laufen, bis zu einem gewissen Punkt. Und ich denke, es wird sich leider nicht vermeiden lassen, dass wir mit der Straßenbahn eine weitere Brücke noch hier vorne hinbauen. Dadurch, dass wir das hier als Hauptverkehrsstraße haben und ich die, wie vorhin schon angesprochen, ungern in eine vierspurige Straße umwandeln möchte, weil es der aktuelle Zugang nach drüben ist, müssen wir halt zusehen, dass wir hier noch eine weitere Brücke basteln. Die wir dann hier irgendwie mit runterkriegen. Jetzt müssen wir natürlich mal schauen. Jetzt läuft die Straßenbahn quasi hier raus. Steht natürlich hier das Dingens, das Moped im Weg. Und jetzt wird uns nichts anderes übrig bleiben, als erstmal hier unsere Straßenbahn rüber zu ziehen. Jetzt müssen wir das nochmal kurz anders machen, damit wir hier halbwegs parallel laufen mit der normalen Straße. Wie gesagt, das hilft leider erstmal nichts. Vielleicht müssen wir sogar gucken, dass wir das Ding hier nochmal kurz zurücknehmen. Denn wir müssen auch die Straße hier drüben mit beachten. Dieses Stückchen hier. Hier müssen wir auch noch mit ran. Na, wirst du wohl halbwegs gerade laufen? So. Nur ein kleines Stückchen. So. Dann hätten wir jetzt erstmal den Weg hier rüber. Und wir könnten zum Beispiel immer noch dann hier durch die Häuser laufen, um dann später hier mit rüber zu gehen. Oder man lässt das Stückchen hier dann noch mit gerade laufen und geht dann von hier nach hinten rein. Hier wollen wir ja auch noch so ein bisschen Promenadenfeeling machen. Und jetzt können wir hier erstmal parallel noch mit lang laufen, was ganz wichtig ist. Und jetzt kommt nämlich der Punkt, den ich hier schon angesprochen habe. Wir sind hier ein bisschen mit den Brücken in Bredouille. Das heißt, wir werden jetzt hier erstmal das Stückchen noch abreißen. Wir werden dann gucken, dass wir hier natürlich weiterlaufen. Hier hinter ganz normal. Kommen wir hier wieder an den, genau an den Punkt, an dem wir das letzte Mal schon waren. So, hier haben wir es, glaube ich, ein bisschen besser gelöst.
Und hier läuft es nämlich genauso weiter. So, und dann werden wir hier mit ranlaufen. Wir werden, lass mal kurz gucken. Ob wir hier so einen Zwischenpol haben. Dafür müssen wir mal den hier wieder ganz kurz rausnehmen, dass wir hier so ein bisschen besser rankommen. Dann werden wir das Stückchen hier in Richtung Bahnhof, nämlich auch mit Auto- und Straßenbahnschiene versehen. Dann kommen wir nämlich hier mit ran und wir werden dann hier einfach Bäume nebenbei setzen. So, das heißt, wir haben jetzt schon mal einen Teil der Straßenbahnstrecke fertiggesetzt. Wir müssen jetzt natürlich gucken, dass wir natürlich die Straßen hier drüben nochmal neu machen. Hier unsere Brücken. Und wir werden vermutlich, ihr seht schon, die hier ein kleines bisschen kürzer machen, damit wir halt die Straßenbahnhaltestelle mit drin haben. Ich glaube, das ist jetzt aber nicht so schlimm. Es nimmt jetzt, ich glaube, optisch jetzt nicht so viel weg. Das passt jetzt aber. Es lässt sich hier, glaube ich, leider nicht anders machen als... Also wir hätten jetzt hier tatsächlich noch über die große Straße, also über diese Brücke hier gehen können. Das hätte tatsächlich noch funktioniert. Dann hätten wir aber aus 6 4 Spuren gemacht. Und das, wie gesagt, das möchte ich nicht. Dann nehmen wir jetzt hier noch diese eine Brücke mehr in Kauf, die hier ein bisschen parallel läuft. Am Anfang, dann ist das leider so. Dann müssen wir halt gucken, dass wir hier drin dann ein paar weniger Brücken bauen. Ne? So, und wir müssen natürlich gucken, straßenbahntechnisch, dass wir auch hier die Verbindung mit rübersetzen für die Straßenbahn. Und wir möchten die auch hier hinten mit lang laufen lassen. Das heißt, wir werden voraussichtlich einen Klick mit reingehen an vierspuriger Straße für Straßenbahn und werden dann ja hier hinten mit lang laufen. Hier irgendwo. Gehen hier wieder mit raus. Und dann sollte das passen. Kann sein, dass wir das Ganze später noch ein bisschen nach hinten schieben müssen. Wir müssen die Verkehrssituation hier vorne dann beachten, weil wir jetzt hier recht schnell hintereinander zwei Kreuzungen haben. Das Einzige, was wir halt machen könnten, ist erstmal, dass wir von vornherein hier die Ampeln ausschließen und nur hier ein Stoppschild mit hinmachen. Und ein Stoppschild für die Straßenbahn mit hinsetzen. Dass wir hier erstmal nur mit Stoppschildern arbeiten. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Okay, das haben wir soweit. Das heißt, wir haben den Bereich der Straßenbahn. Und wir müssen auch mal gucken. Wir haben ja bis jetzt die Linien nur durchgezogen. Wir wollen natürlich auch schauen, dass wir nach Möglichkeit die Straßenbahn auch hier mit lang laufen lassen. Hier vielleicht irgendwo mit rein, damit wir natürlich auch einen Anschluss finden. Und vor allem, damit wir auch eine Drehscheibe haben, weil aktuell kommen wir nur in eine Richtung und wir müssen aber auch gucken, dass wir wieder zurückkommen. Das heißt, wie ich das angesprochen habe, werden wir auch hier durch das Viertel die Straßenbahn laufen lassen. Hier drauf. Und werden sie dann hier mit rüberziehen. Mal kurz gucken. So, dass wir sie dann
erstmal hier hinter lang laufen lassen können. Das müssen wir natürlich schauen, weil wir jetzt hier am Dings sind. Am Rathaus. Ob wir sie hier am Rathaus mit langlaufen lassen. Und dann hier hinten wieder parallel. Könnte man zum Beispiel gucken, dass man die Bahn hier wieder mit anschließt. Über die Hauptstraße. Dem Ganzen hier folgend, gerade auch weil hier eine U-Bahn-Station ist. So, dann wären wir hier wieder mit dran. Es ist natürlich jetzt ein bisschen schade, dass hier dieser europäische Fußwegcharakter ein bisschen verloren geht. Also wenn das jetzt noch irgendwie möglich wäre, das hier mit auf die Straßenbahnschienen zu setzen, das wäre natürlich mega. Wenn nicht, müssen wir mal gucken, ob wir hier aus dem Parklife Bereich noch ein paar Platten mit hinsetzen können, um das Ganze wieder so ein bisschen aufzupeppen, dass das nicht ganz so auffällt. Okay, so vielleicht nicht. So. Was haben wir da? 4 mal 7. Hoppa, da sind wir hinten ein zu weit gegangen. So, und wenn man das jetzt hier dann auch nochmal so ein bisschen parktechnisch macht, entweder lässt man das so oder man setzt hier noch so einen Park mit dran. Da können wir auch noch mal gucken. Wir hatten ja hier diese Parks hier dran, ne? Dann hätten wir hier 4 Stück von. Der würde nicht gut aussehen. Ja, also entweder wir lassen das so, dass wir hier die 4 Parks haben. Oder wir nehmen die Parks hier wieder weg. So. Und machen das hier ähnlich wie hier. Dass wir meinetwegen sagen, wir setzen hier noch, also wir können ja auch manuell hier noch ein paar Tische hinsetzen. Wir können hier manuell noch so ein paar Blumenbeete hinsetzen. Meinetwegen noch einen Zaun drum ziehen oder sowas und den Bereich selber ein bisschen gestalten, so dass es, ja, dass es sich hier gut mit eingliedert und dass die Straßenbahn hier nicht mehr ganz so krass auffällt. Das könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr hier machen würdet, was ihr denkt, was besser aussehen würde. Ich glaube, dass beides gut aussieht. Wenn wir hier jetzt nochmal diese beiden Parks hinsetzen, ja, glaube ich,
passt sich das ganz gut mit an, mit den anderen beiden Parks, weil die auf einer Höhe liegen. Und dann hier den beiden Statuen und dem kleinen Vorplatz, das passt, glaube ich, auch ganz gut. Da kann man hier vielleicht auch nochmal gucken, dass man irgendwann ein paar Büsche hinsetzt oder ein paar Bäumchen hier nochmal. Im Hintergrund niest die Katze, Gesundheit. ja, also wie gesagt, schreibt mir das ganz gerne rein, was ihr denkt. Entweder die Platten und das selber machen oder wir setzen hier halt noch zwei Parks mit hin. Aber jetzt hätten wir hier zum Beispiel auch die Bahnstrecke mit rum. Das heißt, wir könnten hier, das machen wir jetzt auch gleich, schon mal die erste Straßenbahnlinie setzen. Und da würde ich halt gucken, dass wir das einmal hier vorne machen, wo die Schüler von der Uni dann hier in ihre Wohnblocks können. Dann würde ich das einmal direkt vor dem Uni-Hauptgebäude machen. Gar keine Frage. Und dann geht es hier natürlich entlang der Hauptstraße, entlang der Wohngebiete meinetwegen, hier hinten kurz vom Stadion dann nochmal eine Haltestelle. Ganz wichtig, wir haben ja hier den U-Bahnhof, also auch hier sollte die Haltestelle nicht zu weit weg sein. Müssen wir nochmal kurz gucken, weil wir hier schon eine Haltestelle haben. Und da eine Haltestelle, dann glaube ich, können wir die wegmachen und setzen den direkt hier hin. Ich hoffe nur, dass dadurch, dass das hier, glaube ich, eine normale Straße ist, dass die Leute hier auch dann über die Straße laufen. Es kann nämlich jetzt sein, dass die Leute aufgrund der Haltestelle erstmal hier rumlaufen. Das wäre natürlich doof. Dann müssten wir gucken, dass wir die eher in Richtung Ampel setzen, die Haltestelle, dass der Weg zur Ampel nicht zu weit ist. Und dann geht es hier natürlich weiter. Wir werden jetzt hier noch eine Haltestelle mit hinsetzen. Vielleicht noch ein bisschen weiter mittig, so genau. Dann natürlich ganz klar eine vor das, direkt vor, die können wir es nicht machen, das geht nicht. Machen wir es halt hier hin. Dann hier nochmal auf mittiger Strecke. Dann geht es natürlich hier rein an den die U-Bahn-Haltestelle. Dann könnten wir das eigentlich auch schon hier hinten wieder mit hinsetzen. Könnten wir das anschließen. Und dann könnten wir meinetwegen gucken, dass wir halt auch noch eine Straßenbahn in die andere Richtung laufen lassen. Ein bisschen parallel. So, die setzen wir hier vorne hin. So, dann haben wir die Linie abgeschlossen, die werden wir dann später noch einfärben, das machen wir noch. Ich würde nur mal kurz gucken, irgendwas hat hier, er hat keine, ach so, weil wir das wahrscheinlich, ja, natürlich, wir haben hier draus eine normale Straßenbahnstraße gemacht. Das geht natürlich nicht, sonst kommen die Autos hier nicht mehr raus, gar keine Frage. Obwohl wir hätten, dadurch, dass hier macht sich das noch, hier ist das noch in Ordnung. Was haben wir denn hier für ein Gebäude? Eine Grundschule. Dann lasst uns doch die Grundschule ganz kurz umsetzen. Nämlich hier hin. Meinetwegen hier vorne mit dran, können wir die auch hier ransetzen. So, weil dann können wir nämlich doch sagen, dass wir dieses kleine Stückchen hier tatsächlich nur als Straßenbahnstück haben. Zack. Und dann würde sich das auch für den U-Bahnhof ganz gut machen,
wenn wir die Straßenbahnhaltestellen, welche sich hier befinden, obwohl das geht jetzt hier tatsächlich auch noch. Nein. Ah. Verdammt. So. Dann können sich nämlich die Leute hier nicht, müssen sie nicht hier rumlaufen, sondern sie hätten jetzt tatsächlich auch, wenn wir die Straßenbahnhaltestelle hierhin gemacht hätten, hätten sie auch hier lang laufen können. Das ist jetzt sind sie hier, jetzt werden sie wahrscheinlich über den Zebrastreifen nach hier vorne laufen. Ist auch nicht ganz so schlimm. Jetzt kann man hier quasi auch noch bis vor die Grundschule fahren, dann ist die Haltestelle nicht direkt an der Grundschule. Wir lassen das trotzdem so. Es gibt dann hier halt keine Zwischenstraße und vor allen Dingen die Leute, die den Weg hier lang laufen, laufen hier auch einfach über die Schiene. Das machen sie. Gut. Straßenbahnhaltestelle, Häkchen dran. Eisenbahn, Häkchen dran. Und ich überlege, ob wir noch einen Bus holen. Ob wir hier noch einen Bus lang laufen lassen. Wenn wir jetzt schon mal dabei sind. Wir haben hier auch irgendwo Biobusse. Ah ja, hier haben wir das Biobus-Depot. Und dann könnten wir vielleicht sagen, wir lassen hier noch eine Buslinie lang laufen. Und die Buslinie kann ruhig ein wenig hier hinten durch die Nebenwege fahren. Jetzt müssen wir hier nur aufpassen, denn wir haben hier hinten ja die Einbahnstraße. Hahaha. So, der Bus kommt da lang, kommt da raus. Können wir ihn meinetwegen hier auch noch an ein bisschen weiter hinten setzen. Meinetwegen hier vorne mit hin. Und dann lassen wir ihn nämlich hier einmal durchlaufen. Hier hinten an den Bahnhof ran. Können die Leute da nämlich rumlaufen. Und dann mal kurz gucken. Ich überlege, ob wir den hier gerade langlaufen lassen über die Hauptstraße oder ob wir den auch, wir lassen den hier hinten ein bisschen verwinkelt durchlaufen. Kurz gucken, wo. Hier meinetwegen noch hier vorne und dann geht es nämlich hier hinten schon wieder rein. Ach so, warte mal, halt, stopp. Wir müssen den ja irgendwie, wo wir den auch. Wir machen das anders. Ist schon richtig, wie wir das hier haben. Dann läuft der hier halt durch. Oder auch nicht. Ah. Das ist natürlich jetzt. Das Problem ist dieses Stückchen hier. Dadurch, dass wir hier angefangen haben. Kann sein, dass wir die Buslinie später nochmal umsetzen müssen. Wir lassen jetzt erstmal hier lang laufen. Auch nur als einzelne Buslinie. Dann fährt er hier hin und fährt dann einmal durch diesen Bereich hier hinten durch, um meinetwegen auch die Leute zur Arbeit zu bringen. Und kann sich nämlich dann wieder hier vorne mit dran setzen. Wunderbar. Ja, prima. Jetzt haben wir echt viel ÖPNV gemacht. Und wir sind schon wieder bei knapp einer halben Stunde. Wir werden trotzdem mal kurz gucken, dass wir wenigstens ein bisschen noch was machen. Bäume technisch.
dass wir meinetwegen schon mal gucken, dass wir hier noch ein bisschen was anfangen, wie so einen kleinen Wald zu machen. Zumindest zum Wasser hin schon mal. So, wir können nicht zu nah. Doch, wir können. Ich habe nichts gesagt. Ich wollte gerade sagen, wir können nicht zu nah ran. So. Das hier auch ein bisschen unterschiedlich aussieht. Aber hier kann man nichts dazwischen setzen. Das ist natürlich ein bisschen schade. Schade, man kommt nicht so, man kommt nicht sehr, sehr nah an die Häuser ran. Das ist natürlich ein bisschen suboptimal, aber es ist dann halt, wie es ist. Blumentechnisch gibt es hier gar nicht so viel. Man kann jetzt hier gucken, dass man hier vielleicht noch ein bisschen was davon macht. Und hier gibt es halt nur hier gibt es halt noch diese Rhododendren. Da kann man halt mal gucken, dass man hier vielleicht noch den einen oder anderen so mit ransetzt. Eine kleine Rhododendren-Ecke. Aber gut. So, haben wir hier schon mal ein bisschen was jetzt mit hingesetzt vor die ersten Häuser. Und wir können ja mal kurz anlaufen lassen. Einfach nur, weil ich auch gerne sehen würde wollen, wie die Straßenbahnen so anlaufen. Ich überlege gerade, ob wir hier vielleicht noch hier an die Promenade einfach hier so ein paar Bäume mit hinsetzen. Aber vielleicht nicht ganz so. Bisschen. Kann man die drehen? Ne, die kann man leider nicht drehen. So, das sieht doch schon mal schön aus. Gut, okay, wir gucken mal ganz kurz mit rein. Ob wir schon die ersten Bahnen sehen. Ich glaube, die erste Bahn fährt tatsächlich von hier hinten irgendwo. Gucken mal kurz. Da. Und na, da wollen wir natürlich noch was machen. Wir haben jetzt ja hier den herkömmlichen Standardzug. Den wollen wir natürlich noch ändern. Wir nehmen aus dem Creator-Paket nehmen wir mal den Bullet Train. Gucken mal ganz kurz rein, wie der Bullet Train aussieht. Und von wo er anfängt zu fahren. Ich weiß jetzt gar nicht, ob der hier anfängt oder hier drüben. Ach, hier hinten. Also das ist die andere Bahnlinie. Möchte ich sagen. Nee. Passagierzug, warum kann man den denn jetzt nicht ändern? Das ist ja komisch. Achso, wenn man da. Hä? Guck mal, hinten fährt der andere. Achso, vielleicht muss der andere noch reinfahren. Wir fahren mal ganz kurz mit. Das sieht ein bisschen bullig aus.
Wir nehmen mal den Hochgeschwindigkeitszug. Und dann werden wir dem mal einen anderen Anstrich verpassen. Na gut, der ist jetzt farblich nur mit einer Sache hier markiert und angesetzt. Lass uns mal kurz ein bisschen schneller laufen. Zack. So. Nehmen wir den hier. Obwohl das auch ziemlich komisch aussieht, ne? Weil der so einen Doppelstockzug hat. Was ist denn, wenn wir den Passagierexpresszug nehmen? Wo fängt der an? Hier? Okay, nee, das sieht auch komisch aus. Dann nehmen wir tatsächlich den Dings hier. Der Pendlerzug ist, glaube ich, noch höher. Das ist so typisch amerikanisch. Gucken wir mal kurz rein. Die müsste ja auch hier gleich starten, glaube ich. Ja. Das ist so dieser Doppelstockzug, aber dann lass uns den hier nehmen. Der passt noch ein bisschen gut dazu. Und ihr seht, der Bahnhof jetzt tatsächlich, wo der Bahnhof aktiviert ist, wie die Leute schon über sämtliche Wege hierher strampeln, ne? Guckt euch das mal an. Zack. Der Bahnhof ist wie ein Magnet. Wie ein Magnet. Die laufen hier hinten über alle Wege. Was natürlich super ist, dass das alles auch so angenommen wird. Umso wichtiger ist es, dass wir auch hier in der Vorstadt dann spätestens in der nächsten Folge natürlich noch Busverkehr mit reinsetzen. Und vor allen Dingen, dass wir dieses Stückchen hier verbinden, damit auch hier die Straßenbahnverbindung hergestellt werden kann. Ganz, ganz klare Geschichte. Aber ihr seht das. Also die Leute nutzen die Eisenbahn. Das ist vor allen Dingen für uns sehr, sehr wichtig. Auch hier sind schon die ersten Fahrgäste da, obwohl hier halt noch gar nichts ist. Gut, wir haben hier hinten die Häuser, aber die haben noch keinen Strom. Und wenn wir jetzt mal hier schauen am Hauptbahnhof, ich weiß, ich bin jetzt gerade wieder ein bisschen schnell mit der Kamera, auch hier wird alles sehr, sehr gut angenommen. Hier die Bushaltestellen. Die Bushaltestellen, die Straßenbahnhaltestellen. Müssen die Autos hier jetzt natürlich warten. Was pendelt sich hier alles ein? Also das läuft tatsächlich. Das wird schon mal gut angenommen. Sämtliche Haltestellen. Auch hier hinten, glaube ich, im Uni-Bereich kann ich mir das auch sehr, sehr gut vorstellen, dass hier, ja, da stehen die ersten. Hier hinten. Zack, ab rüber. Und dann ab in die Unterkunft. Wunderbar. Also es passt alles so, wie ich mir das vorgestellt habe. Läuft das erstmal an. Verkehrstechnisch gibt es jetzt hier auch noch keine großen Probleme. Ist ja auch noch nicht so viel da. Wir haben gerade mal 11.000 Einwohner. Aber das passt. Das gefällt mir. Okay, dann war es das jetzt hier heute. Also wir haben ein bisschen was an Deko gemacht. Wir haben die Öffis miteinander verbunden und werden das dann hier hinten auch wahrscheinlich peu à peu weiterziehen, dass wir hier die Wälder weiter mit rumsetzen, dass wir hier immer weiter noch ein paar ja, Deko-Sachen mit einführen lassen, dass wir natürlich dann das Unigelände hier dementsprechend anpassen. Wir werden wahrscheinlich auch noch mal gucken, dass wir vielleicht ein paar Straßenbahnlinien noch ein bisschen reduzieren, was den Verkehr angeht, dass es nicht ganz so viele sind. Ihr seht es ja hier, aktuell kommt eine Straßenbahn nach der anderen gerade reingefahren. Das ist noch ein bisschen viel, das brauchen wir noch nicht. So groß ist die Not noch nicht und auch hier der Kreisverkehr wird super angenommen. Das passt, läuft also und ja. Ich freue mich. Also es wird immer besser, die Stadt wächst und wächst und wächst und jetzt kommen auch langsam die ganzen Kleinigkeiten mit dazu und ich bin gespannt, wenn wir uns dann hier rüberziehen, wenn wir dann auch die Sachen hier verbinden. Wir müssen ja auch noch gucken, dass wir dann hier noch eine Autobahnabfahrt später mit hinbauen. Die werden wir voraussichtlich eher so in die Ecke hier hinten mitbauen und dann vielleicht nochmal hier, weil wir müssen ja auch noch hier hinten den Flughafen mit hinbauen und dann wird es auch interessant, wenn wir uns jetzt auf den Bereich hier weiter ausweiten. Aber alles Stück für Stück. Stück für Stück. Wir sind gut dabei. Okay, dann war es das jetzt von mir. Ich bedanke mich bei euch wieder fürs Einschalten. Hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Und bis dahin, ja, habt einen schönen Abend. Geht da steil. Bleibt da geil. Ich freue mich auf euch. Haut da rein. Tschüssi.